Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Elion Game Studio in der Alpha 6. Jetzt mittlerweile, wie ihr oben links in der Ecke sehen könnt, soll ich mal auf den Monitor tatschen? Siehst du eh nicht, ne? 6.6.1, also es gab schon wieder einen Fix. Wir fangen mal an. 6.6 hat zu bedeuten, man kann jetzt während des Reloads die Waffe wechseln. Ja, hatte mich schon ein bisschen genervt, aber damit habe ich mich abgefunden, dass das nicht ging. Schön, dass sie es gemacht haben. Ich gucke mich mal kurz hier um. Was wollte ich denn eigentlich machen? Ich habe sowas von gar keine Ahnung mehr. Schon wieder eine ganze Weile her, die letzte Aufnahmesession. So, weiter geht's. Was haben sie noch eingeführt? Es gibt jetzt irgendwie Aktivierung, Deaktivierung einer Selbstbremse des Schiffes. Keine Ahnung, wenn du vom Gas gehst, bremst es doch automatisch, wenn du Gegenschubdüsen hast. Geht irgendwie mit ein- und auszuschalten. Standardtaste I übrigens. Kann man aber einstellen. Es wurden neue Texturen und Farben hinzugefügt in diesen Texturgeräten und Farbgeräten. Empyreon gibt es mittlerweile in 11 Sprachen. Aber noch nicht das PDA. Da sind noch Übersetzungen nötig. So wie sie geschrieben haben, dank der guten Community. Nur dann bedanke ich mich auch mal, dass sie sowas machen. Was? Achso, F, ja, nicht E. Falsches Spiel. Ohoho. Ich habe zu lange nicht mehr gezockt. Es wird wirklich wieder Zeit. Ja, ich lache jetzt ein paar Tage flach. Mit Männerschnupfen. Genau. Hör auf, so dreckig zu lachen. Ich meine, das Ernst, ich lache wirklich flach. jetzt habe ich natürlich hier die Tomaten runtergeholt und wir haben nichts anderes da. Super, clever. Du bist es wieder. Jawoll. Nicht mal 5 Minuten im Spiel und schon die erste Blamage. So, was kann ich damit einrichten? Erstmal Medikit? Alien Plasma? Seid ihr nochmal sowas wieder da? Mal. Verbände kannst du auch mal bauen. Ach, Alien Plasma. ZR1. Haben die das verbilligt? Oder habe ich so viel gefarmt? Ja, letzteres. So, wie sieht's denn im Inventar aus? Ich wollte was upgraden, wie es aussieht. Und ich wollte... Oh, die Tomaten wegpacken. Was ist denn das? Man hat die Töne geändert. Wie man hört. Seltsam. Ja, kann man machen. Muss man nicht. Haben wir hier noch was vorbereitet? Gefechtsblöcke. Aber die Garage haben wir oben fertig. Wir wollten kleine Gefechtsblöcke bauen, bevor ich losdüse. Oh, da kann ich aber hier nochmal gehärtete Stahlplatten. Genau. Was? Was ist denn das? Neues Aussehen. Was haben wir übrigens an? Die Leichtrüstung. Mist. Ja, wo habe ich denn die Schwere reingepackt? War das hier vorne? Die benutzte Schwere? Ja, das sieht schon mal richtig aus. Wir nehmen die leichte mal mit. Was ich noch dran klatschen wollte, waren die Geschütze. Habe ich denn für die überhaupt schon Munition drüben reingepackt? Ich glaube ja, 30 mm Kugeln hat man gebaut. Das ist schon mal... Das klingt ja auch... Naja, kann man so machen, muss man nicht. Setz mal den Helm ab. Wir haben hier Sauerstoff. Das Essen könntest du auch mal. Oh, das könnten wir wegpacken. Das brauchen wir nicht. Haben wir hier eigentlich noch mal Strom gebaut? Nee, haben wir nicht. Alter, das wird ja eng. Ich wollte doch mit euch mal raus. Ja, pack mal so rum, da stört es nicht so. Guck mal noch mal schnell hier vor, ob wieder irgendwas da ist.
sollte nicht. Sauerstoff haben wir genug. Das ist egal. Genau, hier drum geht's. Komme ich da rein? Nein, komme ich nicht. Aber so. Jawohl. Gib her. Den haben wir letztes Mal auch nicht gekriegt. Nervig. Ja, ich weiß, ich bräuchte sie nur mal umstellen, ne? Aber dazu müsste ich wieder die Energiezellen rausholen, da habe ich keinen Bock. Bin ich einfach nur faul. Los, lauf, lauf, lauf! Ach, ich habe die schwere Rüstung ein. Ja, vor mir musste zugehen, das ist richtig. Immer schön die Nase platt drücken, du Schwachkopf! So, dann können wir hier noch ein bisschen was bauen. Haben wir hier alles rausgenommen? Ja, Hammer. In der Zeit könntest du aber gleich mal wieder 400 Eisenbahnen bauen. So, wir wollten von da drüben die Stahlplatten holen. Ab, 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 ab. Die gehärteten Hammer. Ja, ich weiß, ich kann die automatisch aufmachen. Aber will ich nicht. Schüsse? Will ich einfach nicht. Pack mal dahin, pack mal dahin. Hier ist ganz schön eng geworden. Das reicht, das reicht, das reicht. Ich will einfach, wenn wir unterwegs sind, schon mal ein paar viele kleine Blöcke bauen. Für eine Knutschkugel, dass wir auf dem Mond dann richtig Ballett machen können. Genau, so ein Ballett. Hier wir mal... Hier? Ne? Wir haben noch 114, du brauchst 10 Stück. Stellst du noch 11 her? Promets und Pellets. Sieht auch schon wieder dunkel aus. Yep, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hinterhergeschoben. Kabel. Ja, später. Sprengstoff. Gute Frage, nächste Frage. Haben wir noch Sprengstoff an Bord? Bam, 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 bam. Machen wir auf. Wo könnten wir den haben? 30 mm Kugeln haben wir. Wenigstens etwas. Aber wir haben keine Raketen oder was? Oh Mann, wir haben nichts von Glück mit. Irgendwas wollte ich da jetzt noch wegpacken. Die leichte Rüstung. Pack mal hier rein. Wundsalbe. Habe ich hier schon irgendwas mitgenommen? Ja, das sieht schon zumindest schon mal so aus. Keine Ahnung warum, aber... Ist so? Irgendwie sieht das aus, als wenn hier was fehlt. Ja, da guckst du genau richtig. Direkt in die Rohre. Fein. Ja. Leer, leer, so muss das sein. Voll, so muss das... Boah, minimalste Ausrüstung. Was sagt der Sprengstoff? Jawohl, Munition haben wir wenigstens. Sprengstoff, Munition, Scharfschützenmunition, jawohl. Sauerstoffflaschen haben wir unten im Gerät. Sauerstoffflaschen habe ich nicht mehr einstecken. Schwach, schwach! Sauerstoffflaschen gleich holen und 130 mm Rack bauen. Sauerstoffflaschen, hat man die nicht? Na, falsche Richtung. Nee, richtige Richtung. Doch falsche Richtung. Dass man nicht hier unten welche drin. Jawohl. Dann haben wir wenigstens das aus, ne? Nee, da drüben ist offen. 130 mm Rack. Merkt ihr mal? Bis da rein habe ich vergessen. Ding. Ist sogar erstmal wichtiger. 120, 120 sozusagen. Ja, 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 ja. 130. Brauchen wir ein paar.
Du müsstest doch längst fertig sein damit. Ach nee, du musst noch zwei bauen. Gut. Rack baust. Und dann baust du gehärtete Stahlblöcke. Sind Stahlplatten und gehärtete Stahlplatte. Baust du mir mal 500. Das dürfte reichen, jawohl. Das reicht. Das sind 1000 Stahlplatten und 500 gehärtete Stahlplatten. Ein Stick davon weg und einer davon. Gut. Was hast du noch? Nee, ist im Bau die letzte. Das ist schön. Nehmen wir die raus. Nehmen wir die raus. Das kannst du alles bauen, bis wir wieder kommen. Und ich sollte vielleicht auch mal die Geschütze dran klemmen, wa? Machen wir Licht ein. Sieht ein bisschen klein aus. In der Mitte mit. Und. Oh, da kommst du ja gar nicht vor. So. Auf der Höhe war das. Genau. Dahin. Nach hinten müssen wir uns auch absichern. Das könntest du gleich mal so vergessen. Wir ziehen wieder. Für solche Sachen die leichte Rüstung ein. Oh, ne, da habe ich ja Lust drauf, immer wieder hin und her zu wechseln. Los, raus hier! Die 7. Komme ich hier hoch? Natürlich nicht. Komme ich ganz raus? Oben hat man noch einen Vorschwell, ne? Ja, ich komme ganz raus. Ich könnte ja auch die Drohne nutzen, ne? Das wäre ja einfacher. Mann, Schwachkopf. Oh, das ist eine Wumme. Herrlich, guck mal. Guck mal. Genau. Schön. So, und? Ja, jetzt kann ich hier trotzdem nicht bauen, weil ich wieder die Drohne nehmen muss. Mal, jetzt schaue ich unten machen kann. So, dann zeige ich mal her. Kannst du das mal genau so umdrehen? Eins von oben weg. Direkt an den Rand. Das sieht erstmal nicht schlimm aus. So, hier vorne könnte ich sowas auch mal gebrauchen. Und das steht über. Das ist nicht schlecht, auch sieht so rum. Wäre denn genau hier? Hast recht. Und da ist es dann auch schon vorbei mit Geschützen. Gehen wir F5 wieder raus aus dem Gerät. Damit haben wir sie alle da. Runter. Na, richtig runter. Jawohl, wir müssen auf den Fahrersitz. Das klingt. Gerade sagen, wieder falsch. Nee. F. What? F. Mach mal L an. Ach man, das geht wieder hier nicht. P. Geräte. Kanonengeschütz. Auf was willst du schießen? Oh. Auf Aliens? Auf normale Angreifer nicht. Auf alles, was du finden kannst. Ja, das ist richtig.
Aber Factions? Erstmal nicht. Erstmal nicht, genau. Nicht, dass wir hier irgendwo mal auf dem Planeten landen und du ballerst nur noch rum. Oder auch hier. Die Munition brauchen wir. Alles andere hatten wir. Was ich allerdings wollte, war nachladen. Genau. P. Nee. Ach, jetzt kommst du automatisch so rein. P. P. Ah. Jawohl, da sind wir schon mal da drin. Bohrlauffette. Munition 0 von 0. Schön, was nimmst du als Munition? Steht das hier irgendwo? Geschwindigkeit, Stromverbrauch, Strom. Strom für Munition 0. Aha. Dann hätte ich jetzt gerne noch das Artilleriegeschütz. Okay, das haben wir. Lass los. Lass los. L, das. Lass los. L. Jetzt, dass ich wieder was sehe. Mann, hier ist so dunkel. Mach auf. Ich brauche schon wieder was zu essen. Dann müssen wir mal hinten reingucken. Genau. Bisschen was abmachen hier. Jo, endlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gib mal her den Kletterer Dutch, damit wir hier noch ein bisschen was bauen können. Dann haben wir das mal aus dem Kühlschrank raus. So, müsste das passen. Gib mal her, gib mal das her und das her. Und dann kannst du das da unten mit reinpacken. Du baust die und wir gucken jetzt mal nach bei einem Bohrgeschütz. Minigun, Minigun, Raketenwerfer, Plasma, Laser, Laser, Artilleriegeschütz, Kanonengeschütz, Flak, Plasma, Minigun, Raketenwerfer, Plasmageschütz, Artilleriegeschütz. Bohrlaufette. Energieverbrauch 250 Größe, Lebenspunkte maximal platzierbar, Reichweite, Station, Schaden. Schön, aber du sagst mir nicht, was du dafür benutzt. Bohrler, du. Davon habe ich ja welche dabei. Artilleriegeschoss BG Rack, 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 Rack. Bergbaugerätekern, nö. Ladung, 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 Kugel, Kugel. Ist hier irgendwas Neues dabei, was ich noch nicht gesehen habe? Weil letztens drin und konnte nicht schießen. Seltsam. Komm mal her, hier so. Das lassen wir drin. Das wollten wir mitnehmen. Wir probieren das draußen einfach mal aus. So. Die wollte ich mitnehmen. Genau, die weißt schon. Hier. Die Gefechtsblöcke, genau. Damit wir unterwegs reparieren können, wenn irgendwas ist. Das haben wir auch da, falls was ist. Munition haben wir einmal fertig geladen. Wie sieht's aus? Ach ja, da hat's mal gut reingedroschen. Sortieren wir ein bisschen.
dahin und dahin und dahin und dahin. Dann haben wir das. Ja, eine ganze Folge verbummelt und wir konnten noch nicht los. Mensch. Gucken wir mal in diese Richtung. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 6. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.